basteln wir eine schöne Rakete, die beste Rakete meiner Kindheit. Also okay, wir werden die leider nicht in die Atmosphäre bringen, aber es ist so auch schon ein richtig schönes Ding. Und die Rakete heute, die ist richtig ökologisch, denn sie hat einen Wasserantrieb. Also das Wasser wird einfach aus der Flasche gedrückt. Man braucht so eine Plastikflasche dafür, Wasser eben rein. Dann braucht man Korken. Den habe ich hier schon mal ein bisschen halbiert, den Korken mit dem Cutter. Hab da durchgebohrt mit dem Bohrer und dann einfach hier die Düse von der Pumpe durchgeleitet. Zack. Jetzt das Ganze raufstecken auf die Flasche. Ein bisschen flutschen. Ja. Und ich rauf. Ich mach den Cut nochmal raus. Kann ich besser nachdrücken. So. Jetzt sitzt das Ding gut. Und jetzt durchleiten das Ganze. Und ganz, ganz wichtig ist, das haben wir. Ganz wichtig ist die Rampe. Ich habe hier so eine Rampe mitgebracht, einfach so ein Plexiglasrohr. Das gilt jetzt als Rampe, Flasche auf dem Kopf. Rampe rüber, damit es gerade abgeschossen wird. Und jetzt, so, ich mache es mal von hier, damit man es besser sieht, das Ding aufblasen. Naja, testen wir es. Rakete. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass das so toll kommt. Übrigens, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man eine Rampe nimmt. Also ich dieses Plastikrohr, weil ich erinnere mich, in Pleatsch bei der Sendung, da haben wir das ohne Rampe gemacht. Ich glaube, es war eine Reaktion mit Mentos. Kaubonbons. Willkommen auf Cape Stöckelberg, meinem privaten Raketenabschussplatz. Hier haben wir eine Rakete der neuesten Generation. Wir treffen die letzten Startvorbereitungen. Zack, zack, zack. Die Mannschaft haben wir hier. Die betritt jetzt das Raumschiff. Zack, zack. Okay, die Luken werden geschlossen. So, die Mannschaft ist drin. Jetzt. Was jetzt passiert, liebe Leute, ist, dass durch die Oberfläche dieser Kaubonbons, diese raue Oberfläche, da entsteht ganz viel Kohlensäure in dieser Cola. Die Flasche steht also mächtig unter Druck. So, ich denke, wir sind soweit. Und... Okay, nochmal. Jawoll! Das hat doch perfekt geklappt. Das war's, liebe Leute, von heute. Ihr Professor Dr. Dr. Conradio Stöckelberg. Na dann. Naja, aber hier hat's ja zum Glück geklappt. Wunderbar. Ich gebe zurück zu dir. Zu mir. Also auf die Bühne. Ab geht's. Stimmung.